Du stiehlst Bücher? Warum? Wenn das Leben dich bestiehlt, musst du es dir manchmal zurückstehlen. Marcus Suseks Roman Die Bücherdiebin hielt sich 7 Jahre auf der Bestsellerliste. Nun kommt die berührende Geschichte von Liesel über Mut, Freundschaft und Hoffnung endlich ins Kino. Ich habe nie verstanden, was Hoffnung bedeutet. Aber ich bin dabei, Leute zu treffen, die das alles ändern werden. Die Bücherdiebin erzählt die sehr kraftvolle Geschichte eines deutschen Waisenkindes während des Zweiten Weltkriegs. Triff deine neuen Eltern. Euer Majestät? Hey, Weiberheld, können wir endlich weiterspielen? Sie ist in dieser komplett anderen Umgebung mit neuen Eltern. Von heute an nennst du mich Mama, ja? Und dieses faule Schwein da drüben, den nennst du Papa. Dein erstes Buch. Ist das auch wirklich deins? Es war nicht immer meins. Komm schon. Liesel ist nicht besonders gebildet, sie kann nicht schreiben und lesen. Und deswegen wird sie sofort gehänselt. Du bist? Liesel Memminger. Schreiben. Um ehrlich zu sein, kann ich selbst nicht gut lesen. Wir werden einander helfen müssen. Das ist ein Wörterbuch. Alles deins. Sie fängt an, Sprache und Wörter zu lieben. Ein schrecklicher Krieg beginnt und die Menschen versuchen, damit klarzukommen. Bitte! Er ist ein guter Mensch. Ich muss dir jetzt etwas sehr Wichtiges sagen, Liesel. Wer ist das, Papa? Sein Name ist Max. Er braucht Hilfe. Als der junge Jude Max an der Tür steht, müssen sie ihn verstecken. Versteckst du dich vor Hitler? Ja, ich bin Jude. Du musst mir dein Wort darauf geben, dass du nichts und niemandem von unserem Gast erzählst. Diese Leute haben ihr Leben riskiert für das Leben anderer. Ihr versteckt jemanden, oder? Wenn irgendjemand ihn sieht, nehmen sie dich mir weg. Und ich kann dir nicht sagen, was sie mit ihm machen würden. Ich habe Angst. Sie durchsuchen die Keller. Mama! Was soll das Ganze? Max! Max! Ich will dich nicht verlieren. Liesel und Max verbindet, dass sie beide Flüchtlinge sind in diesem Haus. Du bist ein neugieriges Mädchen. Sag mal, wo hast du diese Wörter her? Das kann ich nicht sagen. Wem sollte ich's verraten? Max ermutigt Liesel, alles durch ihre eigenen Augen zu sehen und eine eigene Stimme zu finden. Wenn deine Augen sprechen können, was würden sie sagen? Max lehrt sie, Wörter auf eine andere Art zu benutzen. Sie findet einen Rückzugsort in der Magie der Sprache. In einer Zeit, in der niemand selbstständig denken durfte, gab es jemanden, der es doch getan hat. Mama! Sie kommen! Hitler zerstörte auch mit Worten. Aber Liesel holt sich die Wörter zurück und schreibt ihre eigene Geschichte. Durch die Wörter wird sie stärker. Es ist Liesels Seele, die sie zu etwas Besonderem macht. Überleben ist das große Thema des Films. Ich verdanke dir mein Leben, Liesel. Das darfst du nie vergessen. Das Buch hat eine so großartige Botschaft. Auch in der schlimmsten Zeit kann etwas Gutes entstehen. Es ist eine Liebeserklärung an die Kraft der Geschichte, ihre Fähigkeit, Leben zu retten. Mama! Die Bücherdiebin ist eine hoffnungsvolle Geschichte über das Überleben und die Beständigkeit des menschlichen Geistes. Das großartige Schauspielerensemble setzt diese so kraftvolle Geschichte über den außergewöhnlichen Mut einer ganz normalen Familie beeindruckend und mit viel Gefühl um. Ganz großes Kino. Gute Nacht, Bücherdiebin.